Kamera läuft. Kamera auf meinen dummen Schädel drauf klatschen. Bam. So, Leute. Alter, es ist einfach wieder viel zu früh. 7:30 haben wir jetzt. Das Motto lautet heute wieder, der frühe After fängt den Dreck. Heute zeige ich euch mein Arsenal. Arsenal. Ich habe so heftig krasses Geschütz aufgestellt für die Zerstörung, für die kommende Zerstörung, die entweder morgen kommt, entweder morgen, Donnerstag 18, 19 Uhr, sowas rum, oder Freitag oder vielleicht auch Samstag. Ich weiß es nicht, je nachdem wie und wann und wo ich das Auto zulassen werde, ob das alles so klappt, wie ich mir das vorgestellt habe. Wenn alles klappt, dann kommt die Zerstörung direkt morgen. Wenn nicht, dann Bro, irgendwann mal im Laufe der Woche. Eure Aufgabe besteht jetzt darin, einfach zu erraten, welches Fahrzeug ich mir geholt habe. Ich habe das, glaube ich, gestern schon in der Drecksgruppe gefragt oder vorgestern und kein Schwein ist drauf gekommen. Da sind 3000 Leute drin, davon aber nur 3,5 aktiv. Aber egal, da sind auf jeden Fall ein paar Leute drin und keiner ist jetzt bis jetzt ist noch keiner drauf gekommen, was für ein Fahrzeug ich mir geholt habe. Ballert's in die Kommentare und derjenige, der richtig liegt mit Baujahr, mit Modell, mit allem drum und dran, der bekommt von mir einfach gar nichts, Digga. Das dazu, zweite Sache, Digga. Was war die zweite Sache, bevor ich jetzt in den Kofferraum gehe und euch das, Junge, die Waffen zeige? Ich habe Waffen gekauft, versteht ihr das? Zerstörungswaffen, die... Es wird so krank, Junge, ich kann es nicht abwarten, dieses Fahrzeug zuzulassen. Es gibt gar keine zweite Sache. Das war's, Junge. Ich gehe jetzt zum Kofferraum und zeige euch meine Waffen. Bam. Kommt mit! Erstmal die ganz gewohnten Sachen, die ihr schon kennt. Hammer. Dann haben wir hier die gute alte Bohrmaschine, die auch jeder kennen sollte. Dann habe ich hier eine Abdeckplane gekauft, wieder mal. Ich hatte schon mal eine, aber die habe ich leider im Baguette vergessen damals. Das ist eine ganz normale Abdeckplane, damit werde ich morgen das Auto abdecken. So überraschungsmäßig, damit ihr nicht sofort erkennen könnt, um was für ein Kfz es sich handelt. Schutzbrille. Oh, Junge, es wird so krank. So. Achso, und hier im Rucksack sind natürlich noch die Farben. Also die Spraydosen meine ich. Spraydosen sind auch am Start, sowieso. Durch mal. Ah, da ist ja noch was. Stimmt. Bro, die Axt. Einfach Axt gekauft. Wartet mal, das hier wollte ich schon immer mal machen. Axt gegen Baum werfen, geht das? Bro, komm, wir versuchen es noch einmal. Oh, ach du Scheiße. Bro, wie konnte das denn passieren? Oh. Bruder. Boah, Junge, Digga. Oh. Ja, wir müssen aufpassen, dass wir nicht komplett ausrasten und das Fahrzeug ja in den ersten drei Parts komplett zerstören. Bevor wir hier gleich das schwere Geschütz auspacken, erstmal noch das hier. Das wollte ich euch noch zeigen, Alter. Einfach Steinschleuder geholt. Ich weiß nicht, ob man das jetzt auf der GoPro sehen wird, aber auf jeden Fall, Digga, fliegt der Stein nach Bagdad. Bro, warte mal, ich demonstriere euch das mal hier anhand dieser dreckigen Pfütze, was für eine Durchschlagskraft in diesem Dreck hier drin steckt. Bro, wenn das jemand in die Fresse bekommt, gute Nacht. So. Jetzt geht's los, schweres Geschütz. Junge! Bruder! Das ist nicht mein Ernst. Das ist doch nicht. Das kann. Nein! Das kann nicht mein Ernst sein. Ich bekomme so langsam Angst vor mir selber. Glaubt ihr mir, wenn ich euch sage, dass diese Waffe hier, dieses Werkzeug, dieses Schmuckstück an Waffe, nichts im Vergleich ist, was sich da drin befindet? Bro, pass mal jetzt auf. Das ist jetzt wirklich nicht mein Ernst. Kein Kommentar. Diese Zerstörung 3.0 wird
alles Vorherige in den Schatten stellen. Digga, ich kann selbst nicht abwarten. Ihr wisst gar nicht, wie ich mich fühle. Ich will endlich morgen dieses Fahrzeug zulassen und das danach komplett zerstören mit diesen Gerätschaften hier. Komplett, Digga, komplett. Eine Sache noch, bevor ich dieses dreckige Video beende. Und zwar habe ich gestern vermehrt in den Kommentaren gelesen, dass irgendwelche Hans-Peter-Jürgen Keks mich darauf hingewiesen haben, dass ich diesen Laptop einfach so auf dem Boden liegen gelassen habe, nachdem ich ihn kaputt gemacht habe. Gestern im Video, ich habe ja so einen Laptop kaputt gemacht, so einen alten Laptop, der war so uralt, Digga. Mir wurde vorgeworfen, dass ich Umweltverschmutzung betreibe. Ich! Umweltverschmutzung, Digga. Der größte Keck, der nicht mal weiß, was Umweltverschmutzung ist. Wie soll ich denn Umweltverschmutzung betreiben, Junge? Passt mal auf, ihr kleinen Hans-Peter-Jürgen-Keks. Passt mal jetzt genau auf, was ich euch sage. Es gibt eine Neuheit, eine Technologie, die auf den Markt gekommen ist, die es uns YouTubern erlaubt, bevor wir überhaupt ein Video online stellen, dieses Video zu bearbeiten und zu schneiden. Das ist eine ganz neue Technologie. Ganz neu auf den Markt gekommen. Ist das denn krass? Ist das denn krass? Wer hat denn das erfunden, Junge? Ich glaube, das war Elon Musk oder Bill Gates. Oder vielleicht beide zusammen, nachdem sie ganz gemütlich auf der Couch gechillt haben und sich einen Blowjob gegeben haben. Ich zeig dir jetzt die Szene, wie ich diesen dreckigen Laptop in mein Vierer BMW packe. In mein, Digga, in wahrscheinlich mein Vierer BMW, Digga. Kann ich den irgendwo hier wegschmeißen, Junge? Kein Mülleimer in der Nähe, naja, egal. Scheiß drauf. Bro, rein mit dir. So. Hast du gesehen? Hans-Peter Jürgen Keck, äußer dich jetzt bitte hier in den Kommentaren zu diesem Thema. Ich will das sehen. Ich will das sehen, wie du was sagst. Entschuldige dich bei mir. Digga, was ist los mit dir? Oh, scheiße. Bro, mir ist im Augenwinkel gerade etwas aufgefallen. Ich habe euch die größte und schwerste Waffe ja noch gar nicht gezeigt. Wir parken hier. Bro, ich bin so dumm. Bro. Passt mal jetzt auf. Junge, passt mal jetzt auf. Bro, okay. Das ist nicht mein Ernst. Boah, Alter, hat das Ding eine Durchschlagskraft. Boah. Halt die Schnauze. Junge, rein mit dir. Rein mit dir, du dreckiger, was weiß ich was, Junge. Ich wollte gerade Hammer sagen, aber das ist doch kein Hammer. Ihr seht, die dreckige Zerstörung 3.0 wird alles übertreffen. Das wird hier Geschichte auf YouTube schreiben. Ich bin raus.